Herzlich willkommen zu einer anderen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es ein paar Tipps und Tricks zum Early Game. Falls ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne im Item Shop meinen Creator-Code TheElCraft ein. Als erstes beginnen wir, wie man auf die City jobben kann. Und dort gibt es als erstes mal zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Und zwar kann man als erstes nämlich den niedrigsten Job haben, um eben halt so schnell wie möglich in der anderen City landen zu können. Die zweite Möglichkeit wäre aber, dass man einfach etwas höher jobbt. Dafür hat man den Vorteil, dass man auf den Häusern, die in der City sind, schauen kann, wo vielleicht gute Waffen sind, ob irgendwo vielleicht eine Mythic Chest ist, eine epische legendäre Waffe ist, ob eine Shotgun irgendwo ist, und dann kann man sich von dort aus eben halt spontan im Prinzip den genauen Jobspot in der City auswählen. Außerdem kann man zusätzlich noch besser nach Enemies Ausschau halten. Im Gegensatz immer, wenn man ganz low jobbt, dann ist man immer direkt in der City drin, hat zwar die Möglichkeit als erster zu looten, aber hat eben wahrscheinlich nicht ganz so gute Informationen darüber, wo gute Waffen sind und wo natürlich die Gegner gejobbt sind. Hier in diesem Match haben sich zum Beispiel Reason A und Yannis eh mal dafür entschieden, eher einen niedrigen Job zu bekommen, haben vorher sich genau schon den Jobspot ausgesucht, wo sie genau landen wollen, und versuchen dann da halt direkt drauf zu landen. Für Steamy-Stacks ist das eigentlich auch eine relativ typische Möglichkeit, denn in Steamy-Stacks gibt es nicht wirklich offene Floor-Loot-Spawns, aber in anderen Cities wie zum Beispiel insbesondere Salty Towers, wo sehr, sehr viele Waffen direkt oben auf den Gebäuden drauf liegen, da kann man diese Technik sehr, sehr gut anwenden, dass man einen hohen Job hat und dadurch eben halt eher schauen kann, wo man dann eben halt genau auf welchem Haus landet. Danach geht es dann mit dem Looting Path weiter, das heißt, wie man durch die City lootet. Und dort gibt es auch erstmal ein paar unterschiedliche Sachen, die man beachten muss. Als erst geht es mal um die grobe Verteilung in der Stadt, denn jede Stadt hat ja gewisse Seiten, wo vielleicht mehr Kisten sind und wo eher weniger Kisten sind. Und dort sollte man halt versuchen, vor allen Dingen, wenn man halt contested ist in dem Spot, dass man halt die meisten Chests in dem Spot bekommt. In diesem Fall bei Mr. Savage und Benny Fishy, die sind dort alleine gelandet, deshalb spielt dieses Element keine so wichtige Rolle. Aber wenn man sich zum Beispiel Retail War anschaut, dort sind zwei Duos gelandet, und dort geht es eben mal darum, dass man dann am Ende die besten Möglichkeiten hat, den Gegner zu killen, die besten Advantages bekommen sollte, und dafür geht es eben mal darum, wie viele Kisten auf der eigenen Seite sind, die man eben mal geclaimed hat, denn meistens haben die anderen Gegner eben mal keine Chance, auf die eigene Seite zu kommen, und deshalb, wenn man schlau angeht, kann man im Prinzip wirklich die Gegner dafür forcen, auf der einen Seite zu bleiben und so eben halt insgesamt eine Kisten zu bekommen. Im Falle von Retail Row hätte ich hier auf jeden Fall das Duo die bessere Chance, dass hier auf der unteren Seite landet, denn zum einen sind hier insgesamt auf dieser Seite schon 5 Chests und dann hat der andere Mitspieler auch nochmal hier auf dieser Seite insgesamt 6 Chests, während hier hinten die Gegner dann eben halt nur die Möglichkeit dazu haben, einmal 6 Chests zu bekommen und das andere mal nur 4 Chests zu bekommen. Dadurch haben die Gegner, die hier auf jeden Fall landen, eben halt die bessere Möglichkeit, die anderen Leute hier zu killen. Außerdem ist dabei ja natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, wie man die ganze Lootroute angeht. Und zwar ist es nämlich so, dass man hier ja 3 unterschiedliche Häuser hat, die man looten muss. Das heißt, man hat relativ weite Distances, um das Ganze hier zu looten. Wenn man hier unten eben halt von diesem Haus direkt ins nächste gehen muss und danach nur noch einmal ganz kurzen Step weitergehen muss. Und dadurch wird man hiermit auf jeden Fall schneller fertig sein als mit dieser Lootroute. Und von hier aus kann man dann auch keinen weiteren Loot mehr nehmen, da ja auf dieser Seite einmal alles geclaimed ist und vom anderen Mitspieler ist hier natürlich auch nochmal die ganze Seite geclaimed, und dadurch haben die hier unten, die auf der unteren Seite gelandet sind, auf jeden Fall rein theoretisch den besseren Loot. Natürlich kann es manchmal sein, dass man trotzdem schlechteren Loot hat, aber overall hat man dort auf jeden Fall die besseren Chancen, guten Loot zu bekommen. In anderen Orten macht das vor allen Dingen noch einen größeren Unterschied, vor allen Dingen eben halt im Misty Meadows, wo man 2 Seiten hat. Hier hat man nämlich zum Beispiel auf dieser Seite dann eine Eistruhe und man hat eben halt insgesamt 13 Chests, während man dann auf der anderen Seite eben halt nur insgesamt 10 Chests hat, und dadurch sollten die hier auf jeden Fall auf dieser Seite in der Regel über alle Games natürlich, wenn man vor allen Dingen im Finale ist und mit den gleichen Leuten immer wieder dort landet, dann sollte man auf jeden Fall über diese ganzen 6 Games dann insgesamt den besten Loot bekommen können. Dabei ist aber eben halt auch wichtig, neben dem, dass man viele Kisten auf der einen Seite zum einen geclaimed hat und den Gegnern so wenig Loot wie möglich überlässt natürlich, dass man auch diese Kisten so schnell wie möglich bekommen kann. Das heißt, es bringt nichts, wenn eben halt die ganzen Kisten weit auseinander entfernt sind, sondern es ist dann besser, wenn man wirklich ganz schnell ganz viele Kisten lootet, denn dadurch hat man natürlich so früh wie möglich den besten Loot, denn wenn die Gegner dann einen pushen, dann hat man eben halt schon insgesamt vielleicht 5 Kisten gelootet, und wenn man eben halt dann eher eine schlechte Lootroute hat, wo die Kisten sehr, sehr weit auseinander entfernt sind, dann hat man eben halt zu Beginn noch keinen wirklich guten Loot und dadurch kann man deutlich schwieriger im Early Game fighten. Außerdem sollte man auch immer darauf aufpassen, dass man so viele Mats wie möglich auf der Lootroute hat, am besten sogar Hard Mats. Dadurch kann man sich eben halt mit der Zeit immer mehr Advantages aufbauen, allerdings muss man natürlich in den Fall
Fights immer noch auf viele Sachen achten. Meistens hat man nämlich in den Fights selbst trotzdem wenig Mats, egal ob man eine gute Loot oder hat mit vielen Mats oder mit wenigen. Und deshalb muss man immer halt in den Fights immer sehr, sehr krass darauf achten, wie viele Mats man noch übrig hat. Und dabei ist es auch sehr wichtig, dass man jedes einzelne Build-Piece, was man hat, sehr, sehr effektiv lässt. Deshalb sollte man auch nie Build-Fights im Early-Game eingehen. Und man sollte eben halt genauso auch auf die Heals achten, denn da hat man von meistens auch im Early-Game nicht viel. Meistens ist es so, man hat ein paar Minis, vielleicht einen Big Pot und damit kann man sich dann vielleicht einmal wieder ein bisschen hochhealen. Aber es ist eben halt nicht so wirklich viel und deshalb sollte man auch wirklich jedes 50-50 vermeiden. Das heißt, man sollte jetzt nicht einfach hier auf der Straße gehen und sich gegenüberstehen und dann 50-50 eingehen, sondern man sollte wirklich Safe Shots nehmen, das heißt aufs Movement achten, dass die Gegner einen am besten nicht sehen können. Genauso sollte ihr dafür auch immer Right Hand Peaks nutzen, das heißt steht nicht irgendwo offen und geht hier über die linke Seite, dort könnt ihr relativ leicht abgeschossen werden, sondern campt hier, wenn dann, auf der rechten Seite, denn hier könnt ihr eben halt drüber schauen, ohne dass ihr eben halt im Prinzip wirklich gut gehittet werden könnt und dadurch habt ihr eben halt dann auch nochmal leichtere Chancen, Beams auf die Gegner zu holen, sozusagen Bloomfight einzugehen, ohne dass aber euch die Gegner eben halt wirklich gut treffen können. Dann kommen wir auch schon direkt zum letzten Part und zwar ist es dem Rotation Timing und das ist etwas, was nicht mehr so wirklich eigentlich zum Early Game gehört, sondern eigentlich schon ein bisschen ins Mid Game weitergeht. Und zwar geht es darum, eben halt so früh wie möglich eben halt zu rotieren, damit man zum einen vor allen Dingen in stärkeren Lobby Storm Search Damage holen kann oder eben halt sich ein sehr, sehr gutes Positioning in der Zone holen kann. Denn man sollte ja immer versuchen, in der ersten, zweiten und dritten Zone in Center Zone zu sein und gerade wenn man beispielsweise hier unten in Misty Meadows gelandet ist, sehr, sehr spät hier erst rotiert, dann wird man eben halt vielleicht hier unten sein mit ganz, ganz vielen Gegnern zusammen. Wenn man eben halt, wenn man etwas früher rotiert, dann irgendwo bis hier hinten kommen kann, sehr, sehr gutes Positioning sich dort claimen kann und dadurch natürlich deutlich leichter Storm Search Tags direkt bekommen kann und dann auch die leichteren Rotations für die nächsten Zones bekommen kann. Wenn man das nämlich nicht macht, dann kommt man auch sehr, sehr häufig in Third Parties, gerade hier in solchen Regionen bei Hunters, Lazy, sind sehr, sehr viele von unterschiedlichen Regionen, von Retail, von Caddy, von Lazy, von hier unten Slab Storm, kommen die alle hier hin und deshalb, wenn man dort erst sehr spät mit den ganzen anderen Gegnern zusammen ist, dann wird man in der Regel eigentlich immer Fights eingehen und zwar keine fairen Fights, denn es sind eigentlich immer Third Party Fights und die kann man eigentlich in keinem Fall wirklich gut gewinnen. Deshalb, falls ihr eben halt häufig in solchen Situationen sterbt, wo ihr nah am Rand der Zone seid und dort eben halt bei vielen Gegnern seid, gethirdpartied wird, dann versucht auf jeden Fall mal früher zu rotieren. Das könnte euch definitiv eine gute Advantage dafür geben, um eben halt ein besseres Positioning zu holen. Dafür ist natürlich ganz wichtig, dass ihr bei eurer Loot-Route einen sehr, sehr effektiven Weg habt. Wie eben halt schon vorher gesagt, ist es natürlich nicht nur wichtig, um die Gegner hier so schnell wie möglich zu holen, sondern damit ihr natürlich auch so guten Loot wie möglich habt. Dabei natürlich viele Mats farmen. Und wenn ihr dann irgendwann schon guten Loot zusammengesammelt habt, lootet nicht noch weiter. Das heißt, falls ihr irgendwie 20 Chests auf einer Strecke habt, beispielsweise falls ihr im Solo seid, ganz Misty für euch habt, dann sind das in der Regel viel zu viele Chests. Dann nehmt eben mal nicht alle Chests mit, denn das ist einfach irgendwann unnötig. Außerdem solltet ihr auch unnötige Strecken vermeiden. Das heißt beispielsweise gerade im Duo, lasst euch nicht knocken, damit ihr nicht nochmal zum Reboot-Van laufen müsst. Oder falls ihr eben mal hier gejobbt seid, dann geht am besten eher nicht hier hinten beispielsweise nochmal hin, um dort zu looten, sondern geht dann lieber nach dahin, um zu looten, denn dadurch habt ihr einfach die straightere Route und spart euch einfach ein bisschen Weg. Damit sind das dann auch schon die ganzen Tipps und Tricks zum Early Game. Nochmal kurzer Recap, ihr solltet als erstes versuchen, den Jobspot so gut wie möglich zu dominieren. Das heißt, ihr solltet eine gute Job-Height haben, versuchen eben halt entweder low zu droppen, um eben halt den besten Job zu bekommen oder high zu droppen, um nach Waffen Ausschau zu halten. Ihr solltet so viele Advantages wie möglich in den Fights bekommen, das heißt eben halt so viele Kisten wie möglich claimen, eine effektive Loot-Route eben halt haben, so viele Mats wie möglich zu haben, möglichst close together im Early Game zu sein und dann solltet ihr, wenn ihr in den Fights seid, einfach richtig krass auf eure Mats, auf eure Heals achten, keine unnötigen Sachen machen, keinen unnötigen Damage nehmen, sondern einfach eben halt Save-Shots nehmen, Right-Hand-Peaks nehmen und dann am Ende die Rotations aus der City so schnell wie möglich machen, um das beste Positioning euch im Midgame zu claimen. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es so sein sollte, lasst hier gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.